Wenn euch die erste Folge von der The Last of Us Serie schon gefallen hat, dann wurdet ihr von der zweiten noch mehr überrumpelt und werdet sie wahrscheinlich noch besser gefunden haben. Ja, genau, und wie momentan jeden Montag erschien auch diesen Montag eine weitere Folge der The Last of Us Serie, und zwar Folge 2. Ich habe sie natürlich gesehen und das Video kommt wahrscheinlich ein bisschen später als das andere, aber ich versuche mich ein bisschen da noch reinzufuchsen, ob ich das relativ zeitig hinbekomme. Auf jeden Fall dachte ich, dass die Serie irgendwann ja normal nachlassen kann und das vielleicht nach der Pilotfolge erstmal ein bisschen runtergeht. Aber holy shit, ich lag komplett falsch und die zweite Folge war meiner Meinung nach wesentlich krasser. Und über diese zweite Folge würde ich gerne heute mit euch reden, deswegen willkommen zu meinem Recap Nummer 2. Vorweg, in diesem Video wird es zu Spoilern kommen zu Folge 1 und Folge 2 und wahrscheinlich auch teils zu den Spielen. Das heißt, wenn ihr die Last of Us Serie nicht geschaut habt, bis jetzt noch nicht geschaut habt oder die Spiele noch nicht gespielt habt, seid hiermit gewarnt. Aber jetzt sage ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, die zweite Folge startet, und zwar startet sie erstmal wieder mit einem Rückblick, und zwar mit wieder einem Teil der Vorgeschichte vor dem Ausbruch, während des Ausbruchs. Und zwar wird uns eine Forscherin vorgestellt und diese hat sich ihr Leben lang auf das Gebiet der Pilze spezialisiert und erforscht. Und wir bekommen quasi mit, dass potenziell, würde ich es einfach mal nennen, Patient Null aufgetaucht ist. Wie wir im Laufe des Gesprächs mit der Forscherin erfahren, ist in einer Getreidefabrik, wenn ich mich richtig entsinne, eine Frau durchgedreht einfach, die eigentlich sonst relativ nett war und die Polizei keine andere Chance hatte als... Und ja, wie wir wissen, ist natürlich diese Getreidefabrik bzw. das Getreide für den Pilz quasi der perfekte Nährboden, wird uns auch nochmal in dieser Sequenz gesagt. Die Forscherin begibt sich also zu dieser Patientin und wird von den Polizisten oder Militärleuten darauf hingewiesen, sie hat eine Bisswunde am Bein, sie untersucht das und sie untersucht auch den Mund der Patientin, und da kommt es zu der, ich habe es eigentlich, wollte ich schon im ersten Recap erwähnt haben, diese Sporen bzw. die Ranken, diese Pilzranken, ich finde sie so unfassbar eklig. Das ist wirklich ganz selten, dass ich was wirklich echt eklig finde in der Serie, aber die sind, bleh. Auf jeden Fall holt sie diese Ranken so raus und sieht, die bewegen sich und die gehen auch bei dem Toten halt aus dem Mund, denn sie war sich bis dahin sicher, dass dieser Pilz, also diese Pilzart, der Originalname von dem Pilz ist sehr, sehr interessant und ich glaube, ich kriege ihn nicht ausgesprochen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das der Cordyceps ist, die Kurzform dafür, auf jeden Fall der Cordyceps halt eigentlich nicht im Menschen überlebt hat, was ja auch schon in Folge 1 erwähnt wurde, aber sie wurde hier eines Besseren belehrt. Daraufhin redet sie mit dem Polizisten darüber, ja, gibt es noch weitere Infizierte, was ist denn los? Und er meinte, 14 Leute sind verschwunden, ergo könnten 14 Leute auch noch diese Infektion mit sich tragen. Und die Antwort der Forscherin darauf war so erschütternd wie auch gut inszeniert. Und zwar hat die einfach gesagt, es gibt kein Heilmittel, es gibt keine Lösung für dieses Problem, zerbombt die ganze Stadt. Alle, die sich hierin befinden, die potenziell infiziert sein könnten, einfach alles zerbombt. Bedeutet, bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir laut Serie auch, sind wir uns ziemlich sicher, dass es keine Heilung gibt, keine Impfung. Natürlich, die, die das Spiel gespielt haben, wissen es besser, beziehungsweise wir wissen es immer noch nicht hundertprozentig besser. Aber wir wissen auf jeden Fall, es gibt jemanden, der immun ist, und das ist die gute Ellie. Lass es. Bevor wir aber zu dieser kommen, möchte ich einmal das erwähnt haben, was ich in der ersten Folge erwähnt habe, aber ich kann es auch jede Folge erwähnen eigentlich. Das Intro von dieser Serie ist einfach nur Hammer. Das ist eine Meisterleistung in Optik, in Design, in... Ich kann es gar nicht ausdrücken, ich finde es einfach unfassbar schön. Wie sich das alles aufbaut. Wie gesagt, das ist ein Intro, was ich nicht übersprungen habe. Und das werde ich weiterhin noch nicht überspringen, weil das einfach viel zu schön dafür ist. Auf jeden Fall kommen wir zu Ellie und sagen wir mal so, Bella Ramsey hat in dieser Folge erst recht gezeigt, wie gut sie doch Ellie spielt. Und zwar hat sie mich noch mehr überzeugt davon, dass sie eine gute Ellie-Besetzung ist. Wie gesagt, klar, vom Optischen her kann man sich dran stören. Es machen auch sehr viele. Es gibt da sehr viele TikToks, wo ich mir denke, Bro, Alter, es geht halt hier ums Äußere, also beschwer dich nicht. Aber rein rollentechnisch, rein schauspielertechnisch perfekt. Und auch in dieser Folge bekommen wir auch mal mehr von Ellie zu sehen. Also wir bekommen auch mal verschiedene Seiten zu sehen. Bringt es halt einfach perfekt rüber, dass halt Ellie eine Jugendliche ist, so ein Teenager, gerade in der Pubertät vielleicht, der halt eigentlich sehr trotzig ist und halt sehr, sehr angepisst und genervt von allem. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch so Momente, wo man sieht, sie ist halt auch noch ein Kind. So, sie ist immer noch sehr spielerisch und halt sehr lustig drauf, wie wir Ellie halt kennen. Deswegen weiterhin gesagt, Bella Ramsey spielt diese Rolle wunderbar perfekt. Und ich freue mich einfach auf die Zeiten, in denen quasi sie und Pedro Pascal, also Ellie und Joel, in der Serie das erste Mal wirklich so eine gute Bindung aufbauen, weil das wird sehr, sehr gut harmonieren, denke ich. Und wenn wir schon beim guten Joel sind, springen wir direkt mal zu ihm. Pedro Pascal
Fall hat in dieser Folge, finde ich, wurde er ein bisschen zurückgedreht, was aber nicht schlecht war. Also ich finde, die erste Folge war halt natürlich, war es Joels Folge. Aber hier in der wurde er ein bisschen zurückgedreht. Es war mehr so eine Folge für Ellie und Tess, fand ich persönlich, also meiner Einschätzung nach. Natürlich war er in Action-Szenen bzw. in den hauptwichtigen Szenen auch da. Aber ich finde, die Dialoge waren eher auf Ellie und Tess fokussiert, würde ich persönlich behaupten. Aber nichtsdestotrotz auch in dieser Folge Pedro Pascal einfach wunderbar inszeniert. Also es ist weiterhin, finde ich, ist eher die beste Besetzung für Joel gewesen. Genau, und wie ich schon erwähnt habe, war das eher eine Ellie-Tess-Folge. Und der Punkt Tess ist, finde ich, in der Folge auch sehr groß ausgelegt. Vielleicht sogar ein bisschen besser als im Spiel. Es ist sehr schön dargestellt, dass Tess halt Ellie nicht so hundertprozentig nur als Paket, als Ware sieht, sondern auch wirklich sagt, okay, hier, pass auf, ne, hier, nimm dir das zu Herzen, das ist ein Tipp hier. Ne, auch wenn du immun bist, zerrissen zu werden, töte dich halt trotzdem. Also pass auf dich auf. Sie sagt auch hier, yo, Respekt, was du alles schon gemacht hast, was du alles schon weißt. Man merkt halt, dass Tess schon so auch den Menschen dahinter sieht. Auch wenn sie es öfter in der Folge betont hat, dass es halt nur eine Ware für die beiden ist. Aber kommen wir neben Tess und Ellie zum Hauptaugenmerk dieser Folge. Und was soll ich sagen? Das ist das, was, worauf wir uns halt alle gefreut haben. Was halt einfach nur noch eine Frage der Zeit war. Und zwar die ersten wirklich vielen großen Zombies beziehungsweise halt auch Klicker. Und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich starte einfach mal am Anfang. Also es wird sehr schöne Anspielungen gemacht. Ellie fragt halt so, warum sind hier nicht so viele, die hier rumlaufen? Es wird immer gesagt, es sind Riesenhorden unterwegs. Und Joel und Tess sagen so, ja, es wird halt viel erzählt. Wo wir dann direkt schon die erste Anspielung an die Bloater bekommen, denn Ellie fragt, dann gibt es keine Superinfizierten, die einen mit Pilzsporn beschießen? Wo Tess und Joel halt erstmal noch lächelnd wegnicken. Wir wissen natürlich, es gibt sie. Aber was ich interessant fand, es ging hier wieder um Sporen. Und wenn man jetzt so sieht, sind ja diese Sporen, diese typischen Sporen, halt nicht da. Also ich bin am überlegen, wie sie das bei den Bloatern umsetzen werden, ob sie einfach quasi diese Ranken halt dann schießen. Wäre cool. Also irgendwas werden sie sich natürlich ausgedacht haben, weil wir haben ja auch im Trailer augenscheinlich den ersten Bloater auch schon gesehen. Und dann bekommen wir quasi eine Horde zu sehen, die aber mehr oder weniger AFK in der Ecke schimmelt, würde ich es einfach mal ausdrücken. Also die liegen da so quasi auf Abruf bereit, komme ich gleich auf den Punkt zu, der Pilz halt schon sehr, sehr geil gemacht ist in der Serie, muss man sagen. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass ja, wie sie da alle liegen und wie sie alle sich reagieren und miteinander verknüpft sind und so, das wird dann auch alles wunderschön von Joel und Tess erklärt. Aber was ich sehr interessant fand, es sind halt eine wirkliche Horde an Zombies gewesen, was wir so genau aus dem Spiel halt ja nicht wirklich kennen. Da sind zwar auch Mengen an Zombies, aber halt irgendwie war das ein anderes Gefühl. Das war schon eher so, auch wie sie sich verhalten, dieses wirklich schnelle und auch wieder der erste Zombie, der die ja gejagt hat aus der ersten Folge, war ja eher so, das hat mich an 28 Days Later erinnert, finde ich. Das waren so eher die 28 Days Later rennenden Zombies und nicht die The Walking Dead schleichenden Zombies. Versteht, was ich meine? Und dann kommt es, wie es kommen soll. Wir befinden uns im Museum und was kommt? Natürlich, ja, die ersten Klicker und heilige Scheiße, wurden diese Klicker geil introduced. Wir sehen eine Leiche, Ellie ist verwirrt, warum sie denn so aussieht und Joel und Tesses Blicke weisen schon darauf hin, sie wissen genau, das ist ein Klicker gewesen. Und es ist halt einfach, die Klicker wurden einfach perfekt eingeführt. Man hat sie nicht direkt gesehen, sondern erstmal nur die Geräusche gehört. Was natürlich jedem, der The Last of Us kennt, schon mal Gänsehaut in den Rücken runterjagen lässt. Und jeder, der es nicht kennt, genau das Gleiche. Weil man denkt so, what the fuck, was ist das? Was macht hier gerade dieses Geräusch? Und dann kommen halt sie da so her, und aber immer noch sehr dezent, in der Unschärfe, hinter dem Glas versteckt und so. Übelst geil gemacht. Ich fand das schon im Trailer sehr geil, dass sie halt nicht so einfach auf die Bildfläche geworfen werden und sagen, hier, nehmt. Und ja, dann kommt es halt zu dem Moment, wo es zukommen musste. Wir sehen den Klicker quasi richtig und Ellie kriegt halt ein bisschen Angst. Und die Action geht los. Was super geil ist, es gehen viele Schüsse daneben auch, was ich sau interessant fand, weil es halt so untypisch eigentlich ist, dass du in so einer Situation halt daneben schießt, aber natürlich ist es ja logisch, weil du ein bisschen Panik hast. Auf jeden Fall, die ganze Szene fand ich super geil, auch was ich sau interessant fand, dass Joel wirklich ja weiß, wie die Klicker funktionieren. Er macht es, also er redet mit Ellie, also gestikuliert auch so hier so, können nicht sehen, nur hören, übel cool gemacht, die ganze Szene wie durch dieses wenig Reden einfach genial, oder halt nicht reden, einfach genial. Und Joel schubst ja diese Statue um, die dann ein Geräusch macht,
in die eine Richtung und er versteckt sich in die andere. Fand ich super cool, muss ich sagen. Also das sind so Details, wo man sich so denkt, übel geil. Und was ich auch geil fand, es gab viele Momente, wo man dachte, okay, jetzt sind sie safe, jetzt ist alles okay, sie haben sich gerade gerettet und nein, knack, da bricht dann doch noch ein Glas unterm Fuß und der Klicker rastet wieder komplett aus. Und auch das Design von denen. Also es war ja anfangs, stand ja oftmals die Frage im Raum, ja, sind sie CGI oder halt nicht? Und es wurde anscheinend jetzt auch bestätigt im Interview mit Bella Ramsey und Pedro Pascal, dass sie nicht CGI sind, sondern wirklich handmade. Und Props an die Leute, die die Masken gemacht haben und vor allem auch dicken, fetten Respekt an die Schauspieler von den Klickern. Also vor allem von diesen Zweien und auch von dem Typen aus der ersten Folge. Holy shit, diese Bewegungen und diese Art hinterher zu rennen und oh mein Gott, das ist Gänsehaut pur. Überhaupt fand ich halt diese Museumsszene wirklich sehr, sehr gut, weil es einfach die perfekte Einführung für die Zombies war. Also um die wirklich mal vom Nahen zu sehen, wie sie wirklich drauf sind und nicht so einfach, wie sie da in der Ecke schimmeln. Abgesehen davon kann man natürlich auch sagen, es ist wieder fast 1:1 wie aus dem Spiel genommen. Auch die, ich nenne es mal Himmelsbrücke, wo sie drüber balancieren, die Szene danach, wie sie über die Skyline gucken und die ganzen Szenen ist wieder absolut spielegetreu und einfach sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie der Pilz noch weiter erklärt wird, was ich super cool fand, weswegen ich auch sage, die Sporen aus dem Spiel stehen weiter unten über den Ranken in dieser Serie, weil die Ranken wesentlich mehr Sinn in meinen Augen machen. Abgesehen davon, dass erklärt wurde, okay, klar, es müsste dauerhaft eine Gasmaske getragen werden, die Sporen werden überall, deswegen können wir es nicht machen. Aber die Ranken verhalten sich halt wirklich wie einen Pilz. Und zwar wird erklärt, dass quasi überall, wo diese Ranken sich herbewegen, wenn man zum Beispiel da drauf tritt, irgendwo im Umkreis wird irgendwas davon Wind kriegen. Also das ist wie ein Nervensystem, dieses ganze Pilzgeflecht. Das geht über Kilometer unterm Boden und ist quasi im Prinzip, wie gesagt, wie ein Nervensystem, wie ein großes Netzwerk, was mit allen Zombies verknüpft ist. Das hat mich direkt sehr stark an Stranger Things erinnert, wo ja auch anfangs gesagt wurde, beziehungsweise wo gesagt wurde, dass diese Ranken, diese Wurzeln halt, wenn man da drauf tritt, kriegen die Leute das hier mit. Das ist ein großes zentrales Nervensystem. Hier in der zweiten Folge auch, finde ich, wunderbar dargestellt, dass halt da Abgestorbene waren und sie gesagt haben, okay, hier ist alles safe, hier können wir überall drauf treten und nicht. Aber an für sich stellt das halt schon eine krassere Gefahr dar und ich denke, wir werden auch oft noch was zu sehen, wo sich jemand vielleicht aus Versehen irgendwo anlehnt oder drauf tritt und dieses Nervensystem quasi aktiviert, als mit den Sporen. Es ist wesentlich interessanter und wesentlich gefährlicher, finde ich. Wie gesagt, mittlerweile bin ich echt Fan davon, dass das, wie sie es hier in der Serie gemacht haben, wesentlich attraktiver und realistischer gehalten ist als in den Spielen. Kann man auch mal sagen, krass, da hat eine Serie doch was besser adaptiert. Einfach besser gemacht, muss man sagen. Sehr, 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 sehr geile Idee und wie es auch umgesetzt ist, perfekt. Auf jeden Fall, es geht dann natürlich weiter. Sie wollen ja die Fireflies treffen und sehen, okay, hier ist irgendwas los, hier sind keine Leute. Gehen rein und da ist quasi Massaker gewesen. Die haben sich alle gegenseitig erschossen, weil einer infiziert und wer ist dann noch infiziert? Hin und her und hin und her. Und es kommt, wie es kommen musste. Natürlich, wie alle Leute des Spiels wissen es, Tess wurde gebissen. Und sie vergleichen auch nochmal extra wirklich ihren Biss mit Ellies Biss. Und Tess sagt, Joel, hier, guck, sie ist immun, der Biss von ihr ist nicht so wie meiner und er soll doch endlich mal wirklich auch mal positiv in der Welt sehen, nicht nur das Negative. Auf jeden Fall, wie gesagt, es war klar, dass Tess nicht lange durchmacht, das war allen klar, die die Spiele kennen, aber man muss sagen, ihr Abgang war schon Hammer. Und zwar geht es darum, es kam dazu, dass ein frisch gebissener bzw. ein frisch infizierter von Joel erschossen wurde und dann sieht man sehr schön, wie die Ranken quasi sich bewegen und die Horde, die wir zum Anfang dieser oder zur Mitte der Folge gesehen haben, sich in Bewegung setzt und, naja, zu diesem Gebäude hinrennen will. Tess fängt an, alle Öl- bzw. Benzinfässer, ich weiß nicht, umzukippen, ein paar Handgranaten auf den Boden zu werfen und sagt, hier, ich werde euch Zeit verschaffen, ich bin sowieso tot, geht und haut ab. Und zudem kommt es dann auch, Joel und Ellie verziehen sich und Tess steht halt da und wartet quasi auf ihren Tod, wo es jetzt dann mit zu einer der ekligsten Szenen in der Serie, aber für mich auch ekligsten Szenen in einer Serie seit langem kommt. Die Horde rennt rein, ein paar rennen direkt weiter, aber zwei, drei bleiben stehen, weil wir müssen ja auch bedenken, Tess ist infiziert, das heißt, der Pilz realisiert auch schon, hier ist jemand, der mich schon weiter fortführt. Auf jeden Fall kommt dann, ich nenne es mal Flirt-Zombie, angekrochen und läuft auf Tess zu. Tess versucht die ganze Zeit, ihr Sturmfeuerzeug anzumachen. Klischeehaft wie in einem Horrorfilm, dauert es natürlich länger als gedacht. Und wie gesagt, es kommt jetzt zu der ekligsten Szene. Ich finde, wie gesagt, die Ranken unfassbar eklig, allein weil sie aus dem Mund kommen, es ist bäh. Auf jeden Fall, dieser Zombie kommt näher, stellt sich vor Tess und er gibt ihr einen Pilzzungenkuss. Hört sich eklig an, ist es auch, sieht auch eklig aus und ich finde es interessant, also da jetzt deeper reinzugehen, das mache ich jetzt hier nicht direkt, aber ich habe es mir selbst ausgedacht, einfach dieser Gedanke, Tess weiß, sie ist infiziert. In dem Moment, wo diese Ranken reingehen, wird sie wahrscheinlich auch aktiv merken, wie der Pilz von ihr Besitz ergreift. Würde ich jetzt mal von ausgehen, dass das so
irgendwie abläuft. Also sie wird realisiert haben, okay, scheiße. Langsam aber sicher verliere ich die Kontrolle über mich. Und natürlich in der letzten Sekunde funktioniert es dort. Das Feuerzeug geht an, sie lässt es fallen. Riesenexplosion. Natürlich hier mit CGI auch der Hintergrund. Muss ich sagen, in der letzten Szene war der CGI-Hintergrund ein bisschen mau. Ansonsten war es einfach wunderschön. Und jetzt auch zum Abschluss dieses Videos. Die ganze Szenerie, alles, die Autos, wie alles vergammelt ist, wie diese Hotellobby voll mit Wasser ist. Es ist wunderschön, weil es einfach so stelle ich mir eine Apokalypse vor, wenn wirklich die Menschen nicht mehr so leben, wie sie jetzt leben würden. Es ist alles überwuchert, es liegt überall Müll rum, es sieht so realistisch aus. Wie gesagt, auch diese ganze, wie diese Hotellobby geflutet ist. Ich fand es einfach, das Wasser war halt nicht Wasser, es war grünes Wasser. Es war schon mit Moos, mit hier diesen Blättern, wie heißt das nochmal, Seerosen oder so heißen die. Es war einfach realistisch, also ich habe es abgekauft. Alles, die Häuser, die bewuchert sind, die Autos, die überwuchert sind, es ist einfach wunderschön. Props an das ganze Studio, an das ganze, die das gemacht haben, an das, wie gesagt, das ganze Filmset, auch wenn es natürlich ein paar die großen Hintergründe Greenscreen bzw. CGI halt sind. Aber auch das CGI ist einfach wunderschön. Das kann man nicht sagen. Klar, es gibt hier zwei, drei Szenen, wie gesagt, die Endszene, wo Ellie dann vor dem, also man Ellie quasi sieht, wie sie vor dem Haus steht, was gerade in Luft gegangen ist. Man sieht schon hier und da so, okay, yo, hier, vielleicht das CGI nicht 100% on point, aber alles in allem ist die Serie einfach grafisch, designtechnisch ein Augenschmaus, wirklich. Also lang nichts mehr so Schönes gesehen, muss ich sagen. Ja, und das war mein kleines Recap zu dieser Folge. Ich habe mir jetzt mal hierfür ein bisschen mehr rausgeschrieben, auch wirklich, damit ich ein paar Punkte, die ich wichtig fand, abklappern kann. Ihr habt mir unfassbar geiles Feedback gegeben. Ich hatte ja gefragt, ob eher länger, eher kürzer, eher mehr Details oder eher weniger Details. Ich muss sagen, habe ich nicht so viele Details gefunden, in die ich mich jetzt wirklich noch reinarbeiten konnte. Ich fand es noch ganz lustig mit diesem Beef Jerky, also diesem getrockneten Fleisch, was die zwei gegessen haben. Und Ellie hat einfach so ein fettes Hähnchen-Steak. Sandwich. War schon cool, lustig, aber das war genau dieser Humor. Ich werde auf jeden Fall am Ende der Serie alle Folgen mir nochmal genauer angucken und wirklich mal die ganz kleinen Details rausarbeiten. Das heißt, wenn die Serie zu Ende ist, wird es nochmal ein großes Video geben, wo wirklich dann alles fein säuberlich aufgearbeitet wird. Diese Recaps werde ich auch weiterhin so machen, dass ich wirklich auch mal raufsuche, was ist wirklich so interessant, kleine Dinge, die einfach gut gemacht sind. Fällt mir gerade noch spontan ein. Der Frosch in der Hotellobby auf diesem Klavier, Piano, Flügel. Wie genial ist es bitte gemacht gewesen? Die haben einen Frosch eingesetzt, der die Tasten anschlägt und ja, ob es jetzt genau die Tasten sind, ich bin kein Klavierspieler, das könntet ihr mir vielleicht in den Kommentaren schreiben, wenn ihr es wisst, macht's gerne. Aber diese Tasten, die ihr anhaut, sind halt ja das, was man dann eben der Musik, in der Ambientmusik in der Folge hört. Unfassbar geil gemacht, weil es halt auch diese typischen Horrorgeräusche sind, diese Bling, Bling, so Grille. Horrorgeräusche, gibt es auch eine Bezeichnung dafür. Auf jeden Fall, das war sowas zum Beispiel, was ich sage, einfach wunderbar cool gemacht. Aber ich möchte das Video jetzt nicht länger ziehen, als es sowieso wahrscheinlich schon ist, auch wenn ihr es vielleicht gerne mochtet. Wenn ihr es mochtet, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich vielleicht doch noch verbessern soll oder ob es so genauso top ist. Wie gesagt, gerne weiter reinschreiben. Ich passe mich da gerne an, wenn ihr noch Ideen habt, wie ich es noch besser machen kann. Und schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie ihr die zweite Folge fandet. Fandet ihr sie besser als Folge 1 oder vielleicht schlechter? Ich persönlich, wie gesagt, fand sie besser. Aber das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Und falls mir noch irgendwas entfallen ist, was ihr findet, was erwähnenswert ist, auch das gerne mal in die Kommentare klatschen. Und wenn euch dieser Content gefällt, wenn ihr euch für Serien und Filme interessiert, checkt doch gerne mal diesen Kanal aus. Da sind einige Videos zu Serien und Filmen drauf. Vielleicht findet ihr ja noch was, was euch gefällt. Und lasst dann gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, dann wahrscheinlich wieder ein normal reguläres Video, wieder, wenn ich dann wieder hier auf derselben alten Couch sitze. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.